erste Dorf. Können wir hier mal. Da gab's doch sicher. Solche Dinger. Wir können natürlich auch töten. So ein Wächter. Oh nein. Okay, ich sollte erstmal nach Stolperfallen gucken, ob ich da welche kriegen kann. Starrseil, das kriegen wir hin. Marholz. Okay, wir müssen Marholz sammeln. Wächter war der Typ, der uns dort vorhin angegriffen hat. Von diesen Weiler, wo wir dort ewig dran gestorben sind. Okay, Marholz wird sich doch nicht, wird sich doch bestimmt finden lassen. Ein Dünneisen. Wir haben natürlich eine Kugel. Zehn Stück haben wir ja schon. Die findet man eher aber ja durch Zufall. So suchen, so aktiv suchen, würde ich nicht empfehlen. Das macht wenig Sinn. Schlüsselgraffit. Könnt auch mal in ein Dorf gehen. In ein Fuchsdorf gehen. Und da mal gucken, ob da noch oder was rumliegt. Ein Abzeichen. Oh shit. Ich werde mich doch nicht besiegen lassen. Nee, ey. Von zum Halbgarn durch. Da bin ich doch ganz in der Nähe schon vom. Geh doch mal bei den Fuchsens rein. Guck mal, ob die nicht vielleicht irgendwo was rumliegen haben. Verstehst du? Wo gerade jemand arbeitslos ist und wo sie es gerade eh nicht brauchen. Wäre doch das Naheliegendste. Aua. Die Dinger, die da stehen, können wir nicht mitnehmen, oder? Wir nehmen uns Marholz und versuchen uns mal Fännchen. Ich muss gleich mal einen Tee draus machen. Stumpfels haben wir. Stase und Marholz brauchen wir. Wofür wir beides Marholz brauchen. Irgendwo hier Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz.
Your Man und Best Friends Forever, die GDL. Ich werde hier noch geclaimed, ich hier zu gut singe. Spätestens auf YouTube. Ich kenne noch den Algorithmus auf YouTube. Auch wenn ich keinen Ton treffe. Wenn man es braucht, gibt es nirgendwo Holz. Sagte er. Mal Holz. Ey, ich flüchte mal lieber. Auf Pfeile. Oh, nicht schlecht. Rohstoffe haben wir noch keinen gefunden. Okay. Ah, die Falle können wir machen. Explosiver Stellbandrad. Werden wir aber nicht bei den Füchsen aufstellen. Lass mal anschauen, ob wir einen Wächter finden. Weil wollen wir das Wächterabzeichen. Weil wir haben hier noch einen Fuchs, der. Zeichen verkaufst du nicht. Nicht zufällig. Watsche Zahnländer. Mhm. Eine Wächteruniform, die wir uns mitnehmen können. Das wäre der einfachste Weg. Wächterabzeichen. Müsste kurz mal Pine Wiki. Dachwuchs. Und da mal eben. Wächter, recht einfach nur. Mal sehen, wie die aussehen. Guards. Okay. Sind die mit der blauen Uniform? Also zumindest bei den Vögeln, bei den Füchsen und bei den Kariblen. Ja, die hier. Das ist er hier, ist unser Wächter. Mein bester Freund ist gerade zum Sammeln gegangen. Hoffentlich bringt er mir schöne Fluffelfeder mit. Habe ich auch eine. Könnte ich tauschen. Gegen deinen Job. So, dann machen wir mal einen Vogel arbeitslos.
glaube, die waren dort drüben. Ja. Vogelwächter. Versuchen wir das mal mit der Falle. Ich hoffe, die funktioniert. Eine zweite craften dauert ein bisschen. Was haben wir hier für Enders? Aha. Was wir schon öfters hatten, aber verschenkt haben. Ah, du bist ein Vogelwächter. Dann ist hier irgendwo ein Vogel doof. Wenn du der Wächter bist. Sekunde. Kann man den aufstellen? Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Okay, so essen wir was. Vielleicht, wenn wir den töten, dann würde es auch gehen, aber. Die fallen lassen wollen wir es ja nicht. Und sich erbringen. Nein, nicht tot sein, nicht tot werden. Oh nein, zu viele hier, auf einmal. Fuchs, hilf mir. Da ist einer tot. Ein Abzeichen. Sammlerabzeichen, das ist blöd. Kann ich nicht gebrauchen. Das ist ein Sammler, ihr Blödmänner. Das ist ein Sammler. Sammlerabzeichen, ich brauche ein Wächterabzeichen. Mal zu, in sicherer Entfernung. Da ist nur ein weiterer Sammler. Wir müssen also den Wächter umbringen. Brot und Spiele. Oh oh. Fuchsi. Nein. Sammelabzeichen. Erstmal trauen und dann sofort looten. So, vier Händlerabzeichen. Das ist ja gut. Vier Sammelabzeichen. So, dann suchen wir mal das Dorf aus. Wenn wir das nicht schaffen, einen zu töten. Wir hoffen, dass halt irgendwann mal ein Wolf irgendwie mit in der Nähe ist. Ein Fuchs, meine ich. Sieht sehr nach deren Dorf aus. Das wird nichts. Für einen Wächter. Du ein Wächter? Du siehst aus wie ein Wächter. Bist dementsprechend stark. Ich
nein. Oh nein. Nein, 2 gegen 1. Aber ich glaube, der war schon Wächter. Das passt schon. Vielleicht hat er ja immer noch. Vielleicht hat er sich noch nicht regeneriert. Die regenerieren sich sehr gut. Sollten wir vielleicht auch mal versuchen. Was zu essen. Der Ladebalken ist ja sowieso closed hier. Ach, scheiße. Hier ist der letzte Checkpoint. Eine Postmahlzeit. Und Sammelabzeichen 2. Oh, shit. Mieser Checkpoint, mieser Checkpoint. Ganz mieser Checkpoint. Ein Sammelabzeichen kriegen wir hin. Da können wir genügend finden. Ja, mit dem Wächter ist das so eine Sache. Okay, ich laufe hier einfach erstmal drauf los. Vielleicht können wir einen Elch überwinden. Ach du Scheiße, ihr seid zu dritt. Ich bin noch nicht lebensmüde. Das sind echt harte Kämpfe. Muss wahrscheinlich auch so sein. Gerade gegen Wächter, die sollen das Dorf verteidigen. Müssen ja ein bisschen stark sein. Okay, hier sind wir im Elchgebiet. Ich muss also irgendwo jetzt Moos. Das ist nicht schlecht. Das nehme ich. Wenn wir irgendwo einen Großzapfen finden, dann wäre es auch nicht übel. Können wir uns endlich mal Schuh machen. Nein, sie ist nun schreit. Den Großzapfen meine ich. Ein Wächter wäre auch schön, wenn ihr einen Wächter seht. Fuchswächter. Muss doch irgendwo in der Nähe ein Dorf sein. Ah ja, hier. Sieh auch schon einen Wächter. Du bist Sammler. Hau mir ab. Nein, ich will von nix, ich will von euch allen nix. Du bist Wächter, komm mit. Gegen 2 gleich kämpfen will ich nicht. Es wird nix. Ein verdammter Wächter. Die Viecher können schwimmen. Wieder so ein Wächter. Nein! Ein Wächter brauche ich hier. Wie von euch suche nix. Von Sammlern. Komm her, Wächter. Komm.
komm her. Lass den Sammler zurück. Zu zweit wird es nix. Schaffe ich nie. Okay, das wird nix. Das müssen wir mit Pfeil und Bogen machen. Ihr seid feige. Futter irgendwas. Futter irgendwas. Futter irgendwas. Meine Fresse. Auch noch wählerisch sein. Die zwei Säcke. Vielleicht folgen die mir bis zum Fuchsstamm. Das wäre eine Idee. Der kommt mit. Wo ist das Fuchsdorf? Hätte ich Unterstützung. Irgendwo ein Fuchswächter hier in der Nähe. Oh shit. Es muss doch hier. Hier geblieben. Hinten. Trauen sich nicht ins feindliche Gebiet. Oh oh. Und da kommt ein Fuchs zur Hilfe. Sehr schön. Sehr schön. Danke, mein Freund. Das war vielleicht eine Attacke. Oh, ich muss was essen. Ich hab nix. Iss ein Ei. Na komm. Nein. Nicht sterben. Sehr schön. Wächterabzeichen. Sehr schön. Geschafft. Mission wird erledigt. So, das wollte der aufhaben. Muskelbräu, Ausdauerbräu. Ach, die Falle ist auch am Menü, die wir gleich nutzen können. Okay, der große und gelbe Pfeil zeigt hoffentlich zu oft.
Danke, Fuchs, für deine Hilfe. Salut. Genossen helfen sich. Genosse Fuchs. Das war mein Kampf. Zurück in einem Stück. Ehrlich gesagt, bin ich angenehm überrascht. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Begib diesen Effizienzplan einem Dorf und sieh zu, wie sich die Magie entfaltet. Ich werde mir die Resultate ansehen, dem du zufrieden gestimmt hast. Einflussnehmer können starken Einfluss darauf haben, wie sich Dörfer und ihren Einwohner für bestimmte Zeit verhalten. Sie können Dörfer bei ihrem Kampf ums Überleben entweder unterstützen oder sabotieren. Diese Gegenstände werden aktiviert, sobald du sie über Tauschgeschäfte oder Spenden des Inventar des Dorfes gelangen. Okay. Also einmal tauschen. Einmal irgendein Stück Fleisch. Und dort im Dorf. Am besten im Dorf gleich tauschen. Weil Spenden weiß dann nicht, ob das hinkommt. Okay, richtige Richtung. Hier unterwegs natürlich noch Elche. Ich lasse die mal kämpfen. Ich bin in Handelsauftrag unterwegs. Tolle Brücke haben wir da. Schlüsse machen. Effizienzplan-Idee. Jetzt haben wir einen Effizienzplan. Den müssen wir noch ausliefern. Effekt hält 5 Minuten lang. Sehr schön. Ich hoffe, das hilft uns trotzdem storytechnisch weiter. Boah, das sieht ja richtig wie eine Mine aus. Ich mag die Füchse. Genau deswegen. Weil die in so einer Art Mine in der Nähe wohnen. Und wir werden dann wahrscheinlich in die Minen einziehen. Als kleine Zwerge. Das ist. Deswegen habe ich die mir ausgesucht. Zwei Händler. Effizienzplan, finde ich. Dann gib mir mal das hier. Das ist unfair, ich werde es nicht akzeptieren. Was? What? Da scheint dich zu bevorzugen. Leg noch etwas oben drauf, dann könnte ich dein Angebot berücksichtigen. What the fuck? Das ist ein Seil.
Aha, okay, jetzt ist er vor Ort. Sehr schön. Neues Inselkonzept. Ja, wenn es zugunsten von ihm ist, mach das, okay. Du hast Effizienzplan auf dem Alabama verbreitet. Dieses Wissen und seine Varianten werden von den Dorfhändlern auf der Insel in Umlauf gebracht. Dörfler, die mit diesem Effekt behaftet sind, produzieren robustere Rüstungen und bemühen sich, die Territorien in den Dörfern schneller und günstiger zu erweitern. Okay. Dann mal zum Chefchen. Es war doch hoffentlich das Dorf, wo wir hin wollten. Wehe, wenn nicht. War es wahrscheinlich nicht, aber okay. Es gibt zwar nur äußerst wenig Gründe, meinen Menschen zu vertrauen, aber wir haben den Effizienzplan erhalten.